In unserer Reihe Basteln mit der Offenbach-Post zeigen wir euch heute, wie man eine Herzengirlande gestaltet. Dazu benötigt ihr die Offenbach-Post, natürlich nachdem ihr sie gelesen habt, eine Schere, ein Lineal, einen Bleistift, farbiges Geschenkband und etwas Seil. Nun starten wir. Nehmt euch eine beliebige Seite aus der Zeitung, greift zum Lineal und malt ein gleichschenkliges Dreieck drauf. Unsere untere Seite ist 30 cm lang, die anderen beiden sind 15 cm lang. Nehmt euch die Schere und schneidet das Dreieck aus. Jetzt geht's ans Falten. Die lange Seite einmal in der Mitte zusammenknicken wieder aufklappen und die Spitzen der langen Seite zur oberen Spitze zusammenfalten. Ihr habt jetzt ein Viereck, das ihr mit der offenen Seite nach unten auf den Tisch legt. Die lose Ecke faltet ihr nach oben zur Spitze hin, sodass auf der unteren Seite zwei Öhrchen entstehen. Zwei Öhrchen faltet ihr wiederum nach links und rechts zur Seite hin. Das Herz nimmt langsam Gestalt an. Die oberen Spitzen knickt ihr nach unten, um das Herz abzurunden. Das gleiche macht ihr mit den äußeren Spitzen. Voilà, das Herz ist fertig. Mit einem Locher könnt ihr ein Loch in das Herz machen. Fädelt ein Stück Geschenkband durch und hängt es an das Seil. Das wiederholt ihr so oft ihr möchtet und fertig ist die Girlande.